Ich wurde für 7 Tage auf Twitch gebannt. Der Grund dafür ist... Naja, ich bin komplett ehrlich, Jungs. Vielleicht habe ich mir eine Professionelle im RP gesucht. Und vielleicht habe ich sie in meine Wohnung eingeladen. Vielleicht habe ich dann das Liegestütze-Emote auf dieser Frau gemacht, während sie im Bett war. Und das Liege-Emote benutzt hat. Und Reizwäsche anhatte. Und währenddessen gestöhnt hat. Und mich Daddy genannt hat. Und ich hatte auch nur noch eine Unterhose an. Sind wir ehrlich, ist schon irgendwo verdient, oder? Checkt wie immer mal ab, ob ihr bereits ein Abonnent dieses köstlichen Kanals seid. Und falls euch das Video gefallen hat, falls ihr euch nicht komplett weggekriegt cringed habt, dann wäre das cool, wenn ihr mir das mit einem Daumen nach oben zeigen könntet. Und jetzt viel Spaß mit meinem Twitch-Bann. Ist gerade einfach so mein Spiel gecrashed, Digga. Hä? Was? Einfach gecrashed. Lol. Direkt am Anfang Game Crash. Geil. Fängt super an. So ein Müll. Ein paar Sekunden später. So, ich habe schon gefühlt 5-mal pro... Digga, ich kann nicht aus der Tür raus. Sobald ich diese Tür verlasse, crasht mein Game. Habt ihr das gesehen? Habe ich noch nie erlebt. Was ist das denn? Probier's jetzt ein drittes Mal, um zu verifizieren, dass die Tür schuld ist, ja? Ich fühle mich wie so ein richtiger wie eine Drecksau. So, zack, bumm, PD spawn. So, funktioniert auch alles reibungslos, ne? Geh den PD-Job annehmen. Zack, bumm, vollständig. Und ich will aus dieser Tür gehen. Und mein Game wird nicht crashen heute. Was ist das für ein Müll? Warum crasht mein Spiel, wenn ich aus der PD-Tür rauslaufen will? Hä? 8:01 Abend. Hallo? Ja, ich, hallo, hallo. Ja, ich kann nicht aus der Tür raus. Sobald ich diese Tür berühre, stürzt es ab. Lauf mal durch. Lauf mal durch die Tür. Oh, komm mal wieder rein. Komm mal wieder rein. Komm mal rein. Ist gecrashed. Hä? Mein Grand ist kaputt. Lol. Deinstallieren, Programme hinzufügen oder deinstallieren. Eine Ewigkeit später. Noch nie gehabt sowas. Probieren wir es jetzt, wie gesagt, auf Server 1. So, das ist Server 1. Wir gehen aus der Tür. Es liegt am Server 3. Hier geht's. Lol. Soll ich einfach auf Server 1 streamen? Nee, da habe ich gar nichts. Nee, ich habe hier nichts. Ich will nicht auf Server 1 spielen. Ich will auf Server 3 spielen. Okay, es klappt. Überprüfung der Integrität. Überprüfung der Spieldaten. So. Ich streame auf Server 1 für heute. Heute Server 1. Ist mir egal. Sag mal, ist Nico Valentino da? Wer? Nico Valentino, der neue Chief. Ist der da? Ja, der macht gerade Kaffeepause. Ist er da oder nicht? Ich weiß nicht, wer das ist. Der ist im Pausenraum. Hi. Hallo, der da her? Hinten durch. Da habe ich ihn aber nicht gefunden. Da war ich doch gerade. Doch, der ist da. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich habe keine Ahnung. Ich war ein halbes Jahr nicht auf Server 1. Ja, hier sind Sachen, Junge. Hier steht ein Kaffeewagen. Seit wann gibt es sowas? Was ist das? 600 Grand Coins. Let's go. Ich will nur den Bugatti kaufen. Waffe. Oh, Cisco. Wer? Brauchen Sie noch eine Fluglizenz? Brauchen Sie noch eine Fluglizenz? Aha. Zur Sicherheit. Zur Sicherheit. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld ich hier habe auf dem Server. Ja, das ist Ihre Absperrung da vorne. Vielleicht. Was? Also das ist mein Tuner hier. Ich frage Sie nochmal, möchten Sie die Absperrung wegmachen? Ja, sofort. Das war nur als Sicherheit gedacht, damit hier keiner reinkommt, wissen Sie? Einen Moment, ich muss gerade hier nochmal, Oh, ich habe nicht genug Geld, ich bin eine arme Sau. Wie viel Geld brauchst du? Ich weiß es gar nicht. Hä? Ich habe doch 1 Million. Schon jetzt auch bei 0%, ne? So maximal. 3.750.000? Junge, ja, Scheinwerfer. Er hat das maximal eingestellt. Das ist seine Tuning-Werkstatt. Ach, deswegen ist das so teuer. Machen Sie jetzt die Absperrung da weg. Wenn du mir die Scheinwerfer billiger machst? Machen Sie die Absperrung da weg. Mach mir die Scheinwerfer billiger. Machen Sie doch die Scheinwerfer bitte billiger. Nein, mach die Absperrung da weg jetzt. Ja, wenn Sie die Scheinwerfer billiger machen, mach die... Nein, mach ich nicht. Kannst woanders tun, du Affe. Oh, sorry, war das Ihr Panther? Entschuldigung. Oh, der Panther, der ist ein bisschen eingeklemmt. Ach Mann, ey. Wo soll ich denn sonst hingehen? Komm, wir fahren woanders hin. Scheiße, 1,8 Millionen. 1,8 Mille kosten ein Scheinwerfer, hä? Warte, lass mal kurz hier zur Sicherheit. Ja, ich mach mal Kisten auf. So, dann knallen wir mal alles in Kisten, ja? 8 Millionen habe ich bekommen. 8 Mille, wow. Ich könnte halt auch einfach ins Casino gehen und jetzt die ganzen... Ich habe noch 6 Millionen übrig. 6 Millionen verballern. Maximale Jetons auf Rot. 50-50 Roulette. Wir spielen jetzt Roulette. Ja, ganz zufällig. Ich mach Max-Gebot. Was ist denn das Max-Gebot? 1000! 1000 pro Spin! Ist das bisschen viel, oder? Das sind 1 Million... Spin? 100.000 Dollar, Junge. Pro Spin. Hab gewonnen! Ich habe gerade 400.000 Dollar. Einfach so mit einem Klick. Nächster Spin!
Oh, ich habe nochmal 500.000 gemacht. Hä? Der Automat ist rigged. Das funktioniert doch gar nicht. Noch ein Spin. Man gewinnt immer am Anfang. Sie nochmal gewonnen, oha. Irgendwann später. So, dann können wir mal wieder auf Streife fahren. Wie viel hast du rausbekommen? Null. Alles weg. Hast du jetzt eine Idee? Ach, wir fahren einfach mal ein bisschen rum. Wow, 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 wow. Lernt mal fahren. Was ist denn mit dir falsch gelaufen? Meine Fresse. Warum rammen Sie mich denn? Hören Sie mal auf damit. Ich bin ein armer Taxifahrer. Wirklich im Anfang. Ich hab kurz hier einen Engel gerufen. Ja. Was ist denn mit diesen Leuten los? Super, Digga. Was ist mit euch falsch gelaufen, wirklich? Er lernt auch fahren. Was für lernt fahren? Du bist mir reingefahren, nicht ich dir. Lern doch einfach fahren. Oha. Oha. Lern doch einfach fahren. Was für fahren denn? Du bist mir reingefahren und kapitest mich. Dein Taxi liegt im Wasser. Du kannst nicht fahren. Was für? Ja, der will mich abschießen. Nee, der muss die Waffe zuerst wegstecken. Guck, das ist eine Bedrohung für mein Leben. Und? Sie müssen lauter reden, ich höre Herr sie Winkler, nicht. Herr Winkler, ich kenne sie ja, bitte hören Sie auf damit, ja? Boah, Herr Winkler, lass ihn. Hier leckt das voll. Immer wenn ich den hitte, leckt das halt übel. Ich weiß nicht, was hier los ist. Bah. Wenn wir hier eine geile Rampe finden, können wir eigentlich übers Fort fliegen. Reinzufahren. Geschafft. Eingebrochen. Stehen die Leute hier auch am Tor oder und bewachen das? Oh ja, guck mal, ja. Da vorne. Yo, oh, wow, 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 was soll denn das? Yo, hallo, ja, ich bin Polizist, alles gut, ich repariere mal. Ihr wolltet das wahrscheinlich gar nicht, ja. Achso, Sie sind Kollege, perfekt. Macht mal das Nagelband. Ist weg. Ich hab den verfolgt, ich hab den verfolgt. Achso, okay, ja, perfekt. Ich fahr mal. Das war knapp, wir fahren da nochmal rein. Schwarze Bugatti. Oha, jetzt geht's direkt los hier. Ich dachte, die sind ein bisschen chilliger drauf als auf Server 3. Ich kann hier tanken, ne? Ich kann hier nicht tanken. Hä? Ich dachte, man kann hier tanken. Oha. Entschuldigung, ich hab mich verirrt. Sorry. Entschuldigung. Ich hab mich verirrt. Entschuldigung. Hallo? Hallo? Oha. Ich hab dich nicht verstanden. Wiedersehen, Herr Serma. Vielleicht sieht man sich doch mal außer die Tisch. Ich will das Kennzeichen hinterher. Oh, das ist der Bugatti-Fahrer, der hat einen an der Meise. Bist du dir sicher, was du hier machst? Bist du wirklich sicher, was du hier machst, klar? Bist du dir das sicher, was du hier gerade machst? Was ist los? Du fährst mich hier mit Absicht dreimal um. Nein, das war aus Versehen, tut mir leid, ich fahr, tschüss. Ich glaube, du hast einen wunden Punkt da getroffen bei dem. Deswegen bin ich ja nochmal zurückgefahren und drüber gerollt, weil da sind sich sicher, was sie da machen. Sie sind ein Hund. Ich wollte ihn nur mitteilen. Sie sind ein Hund. Sie überfahren einen Officer. Sie Hund. Das ist ein Hund. Sie Officer. Überfahren Sie nicht den Hund. Sie Hund. Überfahren Sie ihn nicht. Geh mal kurz weg. Ihre Familie. Geh mal weg. Ihr Hunde. Sie Hund. Hey, entspannt euch mal. Ey, warum machen Sie das? Ey, geh weg. Er macht das. Entschuldigen Sie, der Herr, was soll denn das? Was ist los? Ich hab Kopfschmerzen. Lassen Sie den! Komm durch! Das ist GTA RP, wie ich es liebe! Wie sieht's aus? Seid ihr gut drauf, ja? Steigen lassen, damit ich ihn an. Ey, lass mich irgendwo aus. Ich lieb dein Content, ich lieb dein Content, Cisco. Cisco. Verpiss dich! Doch weh! Was ist denn hier mit euch los, Jungs und Mädels? Seid ihr gut drauf, ja? Ey, bekommst du ein Bild, Cisco? Boah. Cisco, bekommst du ein Bild? Schepper ihn doch schneller, bitte. Es laggt. Schau, FPS laggt. Schepper ihn, bitte. Mach. Cisco, Sie haben meinen Kollegen getötet. Ey, guck mal, hör auf. Ich hab ihn, nein. Gehst du hier rum? Ja, sorry, doch, Digga, ich hab Probleme. Mein Tank ist gleich alle. Cisco, kann ich dir helfen? Verpiss dich mal. Der Junge ist so... Verpiss dich, du Hund, du. Schwierig. Scheiß Marabuntas, ja. Der ist einfach... Schmutz seid ihr, Schmutz. Cisco, ich lieb dein Content. Gott, ist dieser Junge. Ey, der hat ADHS auf der höchsten Stufe. Aber wirklich. Ey, Sie sind ein Ehrenmann. Das Gespräch führen, der Herr. Bitte, lass uns miteinander reden. Ich mach alles, aber hör auf zu pitten. Ich mach alles. Leck auch deine Eier, Digga. Nein. Junge Mann, fahr doch mal, Junge Mann. Ist er? Haben wir ihn erwischt? Nein.
Komm hoch, ja. Auto geht aber auch nicht kaputt, Digga. Wie schwer kann das denn sein, hier ein Auto wegzupitten? Was ist das? Ich hab keine Muni mehr. Ich hab keine. Können Sie mir ein bisschen Muni geben? Es werden immer mehr. Nein! Hört mal auf, Mann. Ich hab keinen Tank. Der Bugatti hat sich selbst schnell weg geschossen. Oh, noch einer weniger. Ey, wir müssten mal so ein Event veranstalten. So eine riesige Plattform ganz oben im Himmel. Und dann machen wir so ein Crash-Derby. Oh, da vorne sind ganz viele von der Stadt. Wir rennen da jetzt einfach rein. Sebastian, alles richtig gemacht. Wer ist das? Ich weiß. Alles richtig gemacht, Kollege. Ja, ich gehe gleich die Frau Engel fragen, ob das eine Beleidigung ist. Das werden wir sehen. Ja. Hallo. Hi. Wer sind Sie? Siehst du? Ich bin die Frau der Wehr. Oh. Au! Der Herr, was soll das? Der Schneider soll immer nichts. Ich gehe einfach vorbei. Hallo. Sie waren nicht breit genug. Ich konnte sie einfach beiseite schieben. Was gibt's denn? Wie kann ich helfen? Sofort dem Lande her. Darf ich einmal bitte Ihren Dienstplatz verstehen? Wie bitte? Können Sie einmal bitte rausgehen? Herr Schneider, Herr Schneider, ich bitte Sie, kurz zurück zu sein. Darf ich bitte meine Arbeit machen? Danke. Hallo, nein. Stehen bleiben! Ich möchte gerne wieder gehen, ja? Ich gehe jetzt. Stehen bleiben! Jungs, doch nicht. Jawohl! Ich hab gewonnen! Nö. Er hat ein bisschen gedauert, aber es gibt aber noch einen zweiten Eingang, ne? Oh. Barrikade weg, wir müssen hier durch. Nee, oh. Oh. Ach ja, guten Tag. Oh. Nein! Lassen Sie mich! Sackgasse. Okay, ich gebe auf, ich geh raus. Nee, kannst du vergessen, jetzt nicht mehr. Jetzt brauchst du auch nicht mehr gehen. Ey, Winkler, bitte nicht. Ja, Winkler, können Sie das bitte lassen? Ich will nur raus. Ihr seid und Dreck. Ihr seid wirklich alle so eine Dullis, Alter. Ihr seid die größten Dullis seid ihr. Ihre Kollegen sind gefesselt. Die mögen Fesselspielchen. Helfen Sie denen mal bitte. Bitte Handschellen losmachen. Hallo. Schnell weg, bevor die auf die Idee kommen, mich zu fesseln. Ich liebe dich. Ach du Scheiße. Du möchtest auch auf Grand RP spielen? Klicke hierzu ganz einfach den Link in der Videobeschreibung an, wähle dann auf deren Homepage die Sprache Deutsch aus und dann kannst du über den Button hier mitten im Bildschirm dich ganz einfach registrieren oder du scrollst ein kleines bisschen runter und klickst dann hier unten auf Herunterladen. Damit lädst du dann den Grand RP Launcher herunter, dann wählst du einfach einen der mittlerweile schon Server in Deutschland aus, klickst dann nur noch auf Spielen und zack, bumm, Junge, du kannst mitmachen. Haben die Triaden noch dasselbe Gebäude? So, jetzt müssten wir eigentlich hier direkt im Triadenanwesen landen, ja? Oder ein bisschen zu weit. Na, ein bisschen zu weit. Wenn das überhaupt noch den Triaden gehört. Aber sieht so aus. Schnell in die Drohnenansicht wechseln. Was machen die Triaden heute? The fuck? Oh! Hoppla. Ich hab ihn rausgeschossen. Alter, sag mal weg hier, Digga. Digga, ist der dumm, Zweck? Was machst du? Oh, Schmieröl, oh. Ich hab keinen Bock, dass lande ich wieder im Knast ohne Grund. Hallo, das PD ist da. Die Dame, sie landen jetzt im Knast ohne Grund. Hallo. Ja, ist gut. Bleib sofort. Ja, okay. Ich mag die eh nicht, kann's mitnehmen. Echt? Kann ich die einfach mitnehmen? Ja, easy. Wollt ihr mal mit Musik an? Ja, machen sie an, los. Ja, warte. Digga. Zum Glück ist das auch leise, ja. Hey, hallo! Nein, nicht die Daten. Oh Mann. Schwenger mich. Ich bin schneller. Ja, du hast Premium-Treibstoff. Oha! Das Unfassbare. Fliegende Krankenwagen, nur in GTA-RP. Jetzt beginnt der Part, der dafür verantwortlich ist, dass ich für 7 Tage auf Twitch gebannt wurde. Entschuldigen Sie bitte. Hallo. Wunderschönen. Können wir helfen? Oh, ich kann helfen, doch. Hallo. Hallöchen. Oh, hoppla. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Bei Ihrem Anblick bin ich doch glatt von der Mauer gefallen. So hässlich sind Sie. Ja, ne? Also im umgedrehten ich wollte auch unbedingt Sinne. Mich. Weil ich Sie eigentlich mich auch die Beste sind. Okay. Nee, also ich bin nicht ganz zufrieden mit mir selber. Ich wollte mich eigentlich noch ein bisschen verschönern lassen. Krankenhaus. Ach Quatsch, bei ihrem Gesicht. Ach Quatsch, sie brauchen kein Krankenhaus. Sie brauchen ein Gefängnis, wo man sie wegsperren sollte. Weil sie so wunderhübsch sind. Mhm. Ich höre. Keiner sollte sie zu Gesicht bekommen. Okay, warte, das können wir ganz einfach regeln. So, jetzt bekommt mich keiner mehr zu Gesicht. Nein, zeigen Sie mir ruhig Ihr Gesicht. Nein, aber Sie haben doch gerade gesagt, mich soll keiner zu Gesicht bekommen. Ja, aber weil Sie so schön sind, meine ich. Ja, aber jetzt weiß ich gar nicht, was ich tun soll. Soll ich die Maske jetzt drauflassen oder nicht? Nein, nehmen Sie die ruhig ab. Okay. Ziehen Sie lieber wieder an. Ja, hätten Sie denn Lust auf ein Date? Das muss ich hier mit dem Sockenkopf hier besprechen. Warum? Hey, Geilheit, was geht? Wer ist das? Der Herr Sockenkopf. Wer ist der Herr Sockenkopf? Das ist, der Herr Sockenkopf ist ein guter Freund von mir. Ach so. Ja, wir sind ganz besondere Freunde. Mit, also plus? Mit gewissen Vorzügen.
Ach du Scheiße. Wie viele Züge hat der Tunnel denn schon gesehen? Boah, Bruder, ICE ist nichts dagegen, gell? Der Tunnel wird öfters renoviert als so manche in Europa. Aber immer noch alles solide. Könnten wir vielleicht kurz mal hinters Haus gehen, zu zweit? Ich? Aber... Alleine. Wir gehen mal hier hinters Haus irgendwo. Wie wär's, wenn wir uns erstmal kennenlernen? Wir kennen uns doch noch gar nicht. Oh Mann, ey. Lyra. Ja, genau. Lyra, weißt du was? Ich hab da ein Problem. Also, du würdest mir doch bestimmt bei allem helfen, oder? Ich höre. Wenn ich mit meinem Problem zu dir kommen würde. Du hast Probleme? Ja, also... Ich bin eine sehr gute Zuhörerin, aber ich bin auch nicht ganz billig. Ja, das habe ich tatsächlich schon an den Fingernägeln erkannt. Ja, ne? Aber du bist nicht verheiratet oder so, ne? Mal da fliegt ein Mensch durch die Luft! Also, Lyra. Ja? Mal angenommen, ich besorge eine Wohnung und ein bisschen romantische Musik. Würdest du dann dich von mir schlagen lassen? Wie würdest du mir dann zahlen? Ich hier kurz was besorgen, ne? Warte, ich muss mich konzentrieren. Ja, halt. Warte mal kurz. Halt so ein bisschen schlagen. Nach der harten Arbeit brauche ich ein Auslassventil. Wie gesagt, kommt alles auf den Preis drauf an. Wenn du mich Daddy nennst dabei und... Ich kann alles machen, was du willst, aber der Preis muss stimmen. Wie viel möchtest du denn? Wie lange willst du denn? Eine Million. Naja, für wie lange? Fünf Minuten. Eine Million. Soll ich mit meinem Manager klären, aber prinzipiell scheint das in Traviv zu sein. Ich besorge eine Wohnung, ja? Ach das. Gib mir mal vielleicht deine Handynummer, damit ich dich einspeichern kann, weißt du? Speichere mich ein. Also, ich werde dich dann gleich kontaktieren, ja? Und sag dir dann, wo die Wohnung sich befindet. Mach das. Und ich möchte, dass du dir was Hübsches anziehst, wenn du dann dahin kommst, ja? Ich hab da schon eine Idee. Bis gleich, Süße, ja? Scheiße, bin ich cringe, um Gottes Willen. Gott, bin ich unangenehm. Boah, das ist mir selber unangenehm sogar. Oh, da schauert's mir am Rücken herunter. Wir ziehen das durch. Ich zieh das durch. Ja, einmal PD und danach besorgen wir gerade eine Wohnung irgendwie. Einfach so eine voll ausgebaute Bude, weißt du? Und ich brauche noch jemanden, der MP3-Player macht. Der so ein bisschen Sexy-Time-Musik spielen kann. Careless Whisper und so. Aber ich bin euch ehrlich, ich werde die Cam gleich ausmachen. Ich mach das aber nur, weil ich sonst nicht kann. Also ich kann nicht anders. Wenn ich das gleich spielen muss, ja, dann ist das total unangenehm, wenn ich weiß, mir guckt jemand dabei zu. Beim dummen Rumstöhnen im No-Clip ist das egal. Aber so, beim richtigen RP, uff, Junge, da muss ich die Cam ausmachen, tut mir leid. Geht nicht anders. Haus mieten, Haus verkaufen, was haben wir denn hier? Das sind alles Ein-Sterne-Ding. Ah, hier, geil, das kaufe ich. Bumm, ausgekauft. Jetzt bin ich arm. Mir wurde mein Deluxe so nicht geklaut. Geilo. Das ist sogar direkt um die Ecke. Perfekto. Wie teuer war es? 5 Millionen. So. Wo ist denn jetzt meine Wohnung? Welche Etage soll ich denn gehen? Scheiße, woher weiß ich denn, welche Etage mein Haus ist? Kacke. Ah, 86. Top. Gibt es eine Animation? Gibt es so eine Bums-Animation? Wie heißt das? Wie heißt diese Bums-Animation? Gibt es eine? Nein. Das ist lame. Unanständige Geste gibt's. Nein, das ist auch nicht richtig. Nein, auch nicht. Verdammt, wie heißt das? Junge, was? Wer macht denn so? Was ist das für eine Liebesspiel? Was ist das? Wer macht sowas? Wer macht das im Bett? Liegestütze? Das könnte man sogar nutzen. Ja, das nehme ich. Er stöhnt sogar. Es ist nicht das, wonach es aussieht. Ich rufe erstmal gerade. Welche Etage war das hier nochmal? 86. Die geht nicht ran. Die lässt mich einfach hängen. Als ob die jetzt einfach nicht rangeht. Hallo, ich will das hier ausspielen. Ja, hallo. Hallo, Baby. Was geht? Nicht so viel. Du, ich habe jetzt schöne geile Bude für uns organisiert, ja. Okay. Dann können wir es richtig... Ja, wirst du richtig knallen lassen, meinst du? Ja, genau. Ja, ich muss noch schnell ein bisschen was besorgen für uns. Aber dann wäre ich bereit. Muss mir nur sagen, wo ich hinkommen muss. Hausnummer 1613. Magst du mir die nochmal in der SMS schicken, bitte? Ich schicke dir einen Standort, ja. Okay, mach das. Dankeschön. Bis gleich, Baby. Bis gleich. Oh Gott, was tue ich hier? Was tue ich hier? Was mache ich da? Scheiße! Ich fühle mich auf wie ein Rentner. Wo bin ich hier gelandet? Hilfe! Ich spiele das bis zum bitteren Ende. Imagine, jetzt kommt so raus und ist ein Dude, ja, der einfach seine Stimme verstellen kann. Das ist in Wahrheit ein Kerl. Der verstellt seine Stimme einfach nur. Und dann verändert ihr die Stimme einfach so männlich. Hallo? Fortnite! Bitte nicht stören, Modus ist wieder aktiviert worden. Später. Na du? Hast du gut hergefunden? Der Typ hier. Das ist mein Butler. Ja, ich habe ganz gut hergefunden, muss ich sagen. Dann komm mal rein, ich mach mal auf, ja? Kann ich mich bei dir oben schnell umziehen? Du kannst, ich wollte tatsächlich nach oben gehen. Das Badezimmer ist gleich da um die Ecke, ja? Da kannst du ruhig rein.
Leute, das ist so maximal cringe gerade, ne? Das ist so unangenehm. Boah. Na. Die 3 Euro. Ey, ich mach die Donations vielleicht jetzt aus! Vielleicht ist Cisco bereit wie im Chat, aber nicht. 12 Sekunden später. Das ist mir ein bisschen peinlich. Dankeschön. Dann bis morgen, schönen ja? Schönen Abend dir noch. Dir auch noch einen schönen Abend. Boah, Entschuldigung, warte, darf ich noch einmal... Jetzt raus aus der Wohnung. Ich zieh das durch.